Hallo ihr Lieben. Genau, vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal auf Twitch. Da bin ich heute, ich glaube, wenn ich das jetzt hochlade, ist wahrscheinlich ein Tag vor Silvester. Da bin ich mittwochs um 20 Uhr auf Twitch und auf Silvester sind wir auch mal auf Twitch. Am besten folgst du mir da einfach, dann kriegst du eine E-Mail. Ansonsten, ja, schauen wir mal weiter, was es hier Schönes gibt zum Thema Bindungsangst. Hallo Christian, ich treffe mich seit einem Jahr mit einem wirklich tollen Mann. Das Problem ist, dass dieser Mann eine starke Bindungsangst hat. Ja, das ist eben nicht nur ein Problem, das ist ein großes Problem. Du könntest jetzt auch sagen, das Problem ist, dass er auf dem Mond wohnt oder ja, es ist halt ein erhebliches Problem, ne? Also, das ist schwierig, ne? Immer wieder zweifelt er an uns, indem er zum Beispiel sagt, dass alleine alles einfacher ist. Ja, dann lass ihn doch alleine. Lass ihn doch einfach alleine. Also häng nicht so an Beziehungen. Also ich habe die jetzt mal genommen, diese E-Mail, weil die einfach nochmal kurz zusammenfasst, was das ganze Problem ist, dass man versucht, Menschen zu ändern. Du kannst, jeder kann da seinen eigenen Weg gehen. Du kannst jemanden nicht retten. Das geht nicht, ne? Also, und wenn er, ja, dann soll er allein sein und ja, fertig. Und dann ist wiederum das Problem, dass du wahrscheinlich zu sehr dran hängst. Aber das ist dann wieder dein Problem, ne? Es fällt ihm sehr schwer, sich mir emotional zu öffnen. Kannst du nichts machen, wirst du wahrscheinlich schon alles probiert haben. Wir probieren nun das vierte Mal eine Beziehung zu führen und vor ein paar Tagen fing an, aus dem Nichts wieder an zu zweifeln. Ja, so sind eben starke Bindungsängste häufig. Und da kann ich dir auch sagen, das wird das fünfte, sechste, siebte und das 827. Mal wird es genauso laufen. Warum? Weil sich nichts geändert hat. Also an deinen Anziehungspunkten, die scheinbar auf Bindungsängste stehen, hat sich nichts geändert. An seinen Anziehungspunkten hat sich nichts geändert. Also diese Extreme ziehen sich an. Keiner hat an sich gearbeitet. Das wird immer das Gleiche geben. Also wüsste nicht, warum sich da irgendwas ändern sollte. Also, und das bedeutet leider auch On-Off-Beziehungen. Aus meiner Sicht bedeutet das in aller Regel, dass ich jetzt, natürlich mache es jetzt Ausnahmen geben, aber also mir ist noch keine untergekommen. Ich habe auch mit so Leuten schon gearbeitet in der Paartherapie. Also ich habe das noch nie erlebt, dass aus einer On-Off-Beziehung, also und oft reden wir jetzt hier so bei drei Offs oder so, dass daraus irgendwas Vernünftiges entstanden wäre, nochmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also aus meiner Sicht heißt on off nicht kompatibel. So, ne? Also ihr mögt euch, aber vielleicht ist dann eine Beziehung nicht das Richtige oder du musst, wenn du es partout willst, musst du eben akzeptieren, dass er so ist, wie er ist. Ne? Absolute Akzeptanz. Anderes gibt es da nicht. Ne? Also wenn du ihn da retten willst, bist du ja verloren irgendwie, ne? Wie kann ich uns aus diesem Teufelskreis rausholen? Ja, kannst du nicht. Kannst du nicht. Unmöglich. Die Frage ist, wie kannst du dich aus diesem wahrscheinlich sehr schmerzhaften Teufelskreis rausholen und ihnen das machen lassen, was er sowieso lieber macht? Alleine sein. Das Problem natürlich mit Bindungsängsten ist, dass sie dann doch nicht alleine sein wollen und dann melden sich wieder. Ist ja auch egal, der hat seine Dynamik dafür haben. Also er ist jetzt auch kein... Also er ist ja ehrlich zu dir. Also insofern ist jetzt auch... ist jetzt nicht, was ich normalerweise mit toxisch meine, dieses Manipulative und was weiß ich, ist ja scheinbar erstmal nicht drin. Also insofern muss man einfach mal sich in die Augen gucken, muss wahrscheinlich sagen, wir haben völlig unterschiedliche Erwartungen an Beziehungen. Ist so. Also wenn du einen, englischen, hoffe, das passt jetzt zum Beispiel, einen englischen Stecker, eine deutsche Steckdose stecken willst, es passt nicht. Da kannst du dich jetzt endlos drüber aufregen und kannst sagen, oh, was können wir für die englischen Stecker tun oder... Warum sind deutsche Steckdosen true? Können wir die deutschen Steckdosen retten? Das passt einfach nicht. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.